Wie heißt du? Fragt Jesus. Und die Antwort ist entlarvend. Mein Name ist Legion, denn wir sind viele. In ihren Betrachtungen zum Markus-Evangelium merkt Adrian von Speyer an, ja, der Teufel ist nie einsam. Er ist ein guter Netzwerker, der Teufel. Er ist immer in Gesellschaft. Es gibt nicht einen Teufel. Es gibt nur ihre Legion. Denn es sind viele. Deshalb haben die Väter der Wüste immer Wert darauf gelegt, bei dem Weg der Besserung, bei dem Weg der Heiligung, zu dem wir gerufen sind als Christen, nicht so sehr die Einzelsünde im Blick zu haben. Adrian von Speyer sagt, wenn wir etwa im Beichtstuhl bekennen, sofern wir das tun, aber wir sollten das tun, etwa als Beispiel, ich habe gelogen, dann ziehen wir so ein Einzelereignis aus dem ganzen Morast heraus. Aber der Morast ist da. Diese Einzelsünde ist Ergebnis des ganzen Morastes, ist Ergebnis des ganzen dämonischen Netzwerkes, das da am Werk ist. Deshalb geht es darum, so sagen es die Väter der Wüste, auf diesen Untergrund zu schauen. Was sind die Nährstoffe für diesen ganzen Schlamm und Morast, der dann an den Einzelpunkten, so wie aus einem Pilzgeflecht, dann entsprechende Früchte treibt? Wie heißt du? Der Blick geht nie so sehr auf einzelne Verfehlungen. Das sind gerade die Wüstenväter sind unglaublich großzügig, sodass man manchmal erschrickt und denkt, meine Güte, da regen sie sich gar nicht drüber auf. Sie regen sich deshalb nicht darüber auf, weil sie den Menschen kennen und weil sie die Gefahr wissen, wenn wir uns immer bei diesem Einzelkram aufhalten, dass wir diesen ganz großen Müllplatz, auf dem wir uns tummeln, überhaupt nicht im Blick haben. Aber wir müssen den Müllplatz in Augenschein nehmen. Wir müssen diesen Müllplatz des Lebens durchforsten und dort anfangen aufzuräumen. Das geht nur, wir hören das in dem eindringlichen Evangelium, das geht nur mit der Hilfe Gottes. Es geht nur in der Kraft Christi. Nicht, weil wir toll sind, nicht, weil wir irgendetwas leisten oder uns auferlegen, sondern nur mit seiner Hilfe, nur Kraft seines Wortes und Kraft seines Geistes. Es muss unser Ziel sein, dass diese Legion aus unserem Leben, auch aus der Kirche verschwindet.